Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schauergeschichte. Diesmal mit einem Spiel, das wir nur anhand einer Demo spielen können, denn das fertige Spiel erscheint erst Ende des Jahres. Es wurde über Kickstarter finanziert. Es wurde programmiert oder wird jetzt noch programmiert in Bandung in Indonesien. Und das Spiel heißt Pamali Indonesian Folklore Horror. Und wir legen einfach mal los. Aber man sieht hier echt sehr wenig. Vielleicht sollte ich doch mal das Kamera ein bisschen. Oh, die Helligkeit. Das ist schon besser. Ist alles gelockt. Ah, hier. Somewhere in Java, Indonesia. After experiencing 2 days of mysterious occurrences, he still needs to clean the house to be solved. He hopes there won't be any more problems tonight. Night 3. Tuesday 9. Cleveland, Sapa. Halo Jack, gimana? Kau baik-baik saja kan? Rika, ini semua makin aneh kak. Aneh bagaimana maksudnya? Saya juga bingung. Bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri. Kak, saya ingin pergi saja dari sini. Tapi iya sih, benar kata kamu. Tapi... ya sudah, selesaikan dulu saja sebisamu. Tapi jangan pergi sekarang. Iya, baiklah. Kau masih bisa, Jack. Makasih ya, Rika. Nanti kita bicara lagi ya. Wir sind also Jaka und sollen hier für Rika das Haus in Ordnung bringen. Baiklah. Saya harus segera masuk dan membereskan semuanya. Ini milik ayah. Was ist denn die Szene, rupanya? Ganz stimmungsvoll hier, auch die Soundkulisse. Interessantes Steuerungskonzept. Man muss hier die linke Maustaste gedrückt halten und dann so ziehen. Akhirnya, aku kembali lagi ke rumah ini. Sehingga kejadian itu. Was ist denn der Vorfall, the incident? Oh. Okay, mit der Steuerung werde ich noch ein bisschen Probleme haben. Oh, ich sehe wirklich sehr wenig. Ya, ayah memang perokok berat. Das wird doch wieder ein weiteres PT. Ich sehe schon kommen. What? Nicht gut. Warum sollte ich die auspusten? Ich will nicht, dass es dunkel wird. Keep it somewhere safer. Oh, was sind da für Viecher? Okay, sehr schwer zu lesen. Ich versuch's mal. Dear my beautiful wife, although we're miles apart, I know distance can tear our hearts apart. How are you there, darling? I'm really sorry I can't be by your side at the times when you need me the most. I always hope that you and our little one are always okay and healthy. I'll be back in 2 months from now and meet our little cute guy soon. I can't wait until the day comes when the three of us can finally be together as a little family. Sincerely, your husband. Ohne Namen. Ein bisschen seltsam. Wir sind Phrasenschwein. Kann man noch trinken? Vor Tod. Kenapa belum dicuci? Erst trinken, dann anschauen. Ini kan kue lebaran 2 tahun yang lalu. Wah, sudah sangat larut ternyata. Es ist echt ganz hübsches Spiel, obwohl es sehr minimalistisch ist. Hier der ganze ist auch wirklich sehr unordentlich alles. Nicht nur unordentlich, sondern sogar richtig dreckig, dass hier die Schaben und Maden zu Hause gefunden haben. Vater Keluarga kami. Rasanya sudah
begitu lama ya. Nein, nicht turn off. Soalnya nicht von alleine passiert. Saya dulu sering sekali minum dari sini. Selamat malam saudara pendengar. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak di Jakarta. Oh, ich kein Bock mehr. Sedangkan si pengendara truk menderita luka parah di sekujur tubuh. Jasad pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah setempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam. Alles. Das ist ja nicht sehr. Nicht so viel. Warum hat sich der scheiß Stuhl jetzt bewegt? Die Tür ist noch zu, oder? Ich glaube, das ist ganz gut, dass man hier abschließt und so Sachen. Damit kann man schon viel präventiv verhindern. Kann man nicht noch mehr Licht anmachen. Dear Mom and Dad, this is my first letter for you, as this is also my first time being away from both of you. How are you? I hope both of you are fine. I'm also fine here. Don't worry too much about me, okay? Remember, I'm your son. It's the only son that you are proud of. First year of college might be hard for most people, but not for me. Don't worry. I'll come home when I have school break. Regards, your son, Yaka. Ich weiß schon, ich muss irgendwas machen. Ich muss hier weiter rumlaufen. Wurde das gerade unscharf? Foto kakak. Tapi, seperti menatap saya. Die Geräusche sind viel zu laut im Vergleich zu den Stimmen. Was ist so dunkel? Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe jetzt da gerade eine Tür aufgemacht. Versuch zumindest. War wahrscheinlich zu. Habe ich eine Taschenlampe oder irgendwas? L. Okay, öffnen wir die. Hey, auf, auf, auf. Oh, das war zu schnell. Okay, die gehen alle nicht auf. Oh. Hier. Oh nee. Und ich glaube, es gibt verschiedene Enden. Ich habe nämlich gesehen, YouTube gibt es irgendwie Bad Ending, Good Ending. Also eigentlich. Das für eine Demo schätze ich beeindruckend. Kann das bitte aufhören? Nimm das Messer. Sepertinya masih tajam. Ja, dann nimm's. Scharfes Messer ist ein gutes Messer. Talisman. Throw away? Nee, da passiert was Schlimmes. Ini apa lagi sih? Oder vielleicht war es gut. Oh Gott, ich glaube, es war schlecht. Wie? Every Thursday, Cleavor Night, go to Nerdens Room, Merdens Room, burn the incense near her bed. Spread black coffee powder around the mango tree, clear up her room and spray some jasmine fragrance. Ah, es war nicht gut, dass ich den Talisman weggeschmissen habe. Jetzt passieren schlimme Sachen. Okay, das müssen wir alles machen. Das wird doch nichts. Ich baue es mal lieber auf. Right. Yes. Was? Glas? Oh, fick dich einfach. Fick dich. Fick dich einfach. Light. Close.
schreibt. Yes, es bleibt nicht. Ich gehe wieder zurück. Ich habe da keinen Bock drauf. Da hinten passieren ganz schlimme Sachen. Warum gehen die ganzen Lampen aus? Okay, das ist stockduster, da hinten, da gehe ich nicht mehr hin. Die Lampe geht auch nicht mehr. Ah, oh, Leute, ey, das ist doch scheiße, das Spiel. Ich habe da keinen Bock drauf. Es ist... Wow. Ich bleib einfach hier. Ohne Scheiß. Das geht nicht. Ah, egal, ich mach's einfach. Ich mach einfach den Ton ein bisschen leiser. Dann geht das schon. Fuck it. Komm her, du Arsch. Bisa dibuka. Ein bisschen Gänsehaut hier. Right. Open. Ah, vielleicht mache ich irgendwas falsch hier. Einfach so lassen. Was geht wieder aus? Ich verstehe nicht, wie diese Lampe funktioniert. Bisa dibuka. Warum geht alles wieder aus? Das war doch zumindest mal ein bisschen Licht vorher. Open Glass, Light, dann geht es automatisch wieder zu, aber gehen wir aus. Vielleicht offen lassen? Was soll ich denn jetzt machen? Haha. Ah, Scheißspiel, ey. Ich werde sehr viel fluchen, also viewer discretion advised. Vielleicht auch schreien. Allein dieses Gesicht, was man vorhin gesehen hat. Das war schon ziemlich clean. Ah ja, ich soll ja aufräumen. Die Aufgabe komplett vergessen. Das Painting. Auf. Missing Mom and Dad haben wir in der Errungenschaft freigeschaltet. Okay, jetzt sind wir hier drin. Das sieht wieder irgendeine Scheiße. Ging da jetzt gerade eine Kerze an? Da draußen ging die Kerze an. Oh, ja, das könnt ihr dann gerne selber lesen. Rest in peace, my child, we love you. Let go of the grudges you are having. And don't bother anyone. Your mom always prays for you. Please. Also Nörden oder so ähnlich. 97. Scheint gestorben zu sein. Das Kind. Und die terrorisiert hier das Haus. Little Peeping Tom. Ich sehe da niemanden. Scheiße, ging ich hier zu. Closer to the truth. Jetzt nicht mehr, wo es weitergeht. Wo ist denn die Tür? Ach ja. Hier ist die andere Tür. Ja.
True, remember 40 days of death, our beloved wife, children and sister, Nendenasi, Nendenenda Sunaria, Binti Dada, geboren am 18. August 1964, gestorben am 20. Mai 1997. War dann also gemäß Adam diese 33 Jahre nur alt. Babydoll. Oh, Mock machen wir natürlich nicht. Oh Gott. Wenn ihr dich kann. Sad, creepy würde ich sagen. Hide. Oh Gott. Hide until morning. Sejak kapan jenis kakak tidak ada Travis? Ha, verstecken uns jetzt bis zum Morgen raus. Das wurde eine der Enten. Eines der Enten. Never actually alone in this world. There are things that we can't see, we can't feel, we can't touch, but still exist around us. Mind your surroundings, be respectful. Your actions are being watched, your decisions are being judged. Decide your own fate. Surprisingly well informed. You're so polite and respectful that even she doesn't have the nerves to poke you around. If you keep doing this, you'll always be in peace even with the one you can't see. Jetzt sieht man hier die einzelnen Sachen, mit denen wir interagiert haben. Hier der Rocking Chair, Jug, Jason, Diary. Es gibt hier wohl verschiedene Lösungsmöglichkeiten, je nachdem mit welchen Sachen man interagiert und ob man sich dann versteckt bis zum Morgengrauen. Aber ich glaube, man hätte da vielleicht noch was anderes auch noch machen können. Aber fand ich ganz gut, dass dieser Terror dann so plötzlich wieder vorbei war. Weil das war schon ziemlich schlimm mit den Lichtern und mit den Gesichtern, die plötzlich erscheinen. Und die Grundstimmung ist auch ziemlich nerven. Zerfetzend. Ja, das ist Bahmali, die Demo. Könnt ihr gerne mal ausprobieren auf Steam, kostenlos zum Herunterladen. Vielleicht entdeckt ihr da noch andere Dinge, die ich jetzt nicht entdeckt habe. Gibt auch noch andere Enden wohl. Ich werde es vielleicht nochmal spielen, dann ohne Video aufzunehmen. Ja, finde ich sehr interessant. Freue mich auf die finale Version. Wer PT bedauert, dass es nie erschienen ist, der sollte auf jeden Fall Bahmali mal eine Chance geben. Bis zum nächsten Mal.